Ich heiße Alexandra, meine Pronomen sind Sie. Heute sehe ich mich ganz klar als nicht-binär. Und wem hast du es zuerst erzählt? Die allerersten Menschen, mit denen ich, gegenüber ich mich geoutet habe, das waren die Menschen aus dieser Jugendgruppe, die ich da aus München, die ich da gerade angesprochen habe. Da waren weder im Freundeskreis noch bei den Eltern oder anderen Verwandten, da wusste das niemand. Und ich bin dann auf eine Jugendfreizeit gefahren mit anderen jungen, transidenten Menschen zusammen und hatte dort halt die Chance, mich Menschen gegenüber, die mich überhaupt noch nicht kannten, zu outen. Und das war viel, viel einfacher wie gegenüber Menschen, die mich halt schon seit meiner Geburt teilweise kannten. Das war dann eher der schwerere Schritt, der dann später kam. Und wie hat deine Familie drauf reagiert? Ich muss sagen, durchweg positiv. Also ich hatte diverseste Ängste. Also wirklich, ich habe mich vorher halt auch ein bisschen ängstigen lassen. Durch Berichte von anderen Coming-outs im Internet und die dann teilweise mit dem kompletten Zusammenbruch der Beziehungen zwischen den Menschen geendet haben. Und ich hatte mich auch innerlich auf so etwas vorbereitet. Also darum auch das späte Outing gegenüber meinen Eltern. Aber insgesamt, meine Eltern waren sehr verängstigt zuerst, weil sie einfach gewusst haben, was für ein großer Schritt das ist, was das auch an gesellschaftlicher teilweise Ächtung oder Diskriminierung alles mit sich ziehen kann. Aber ich habe ihnen dann durch diese Sicherheit, die ich gewonnen habe, einfach zeigen können, hey, ihr kanntet mich vorher, ihr wusstet, wie ich war, wie unsicher, verängstigt, sozial komplett am Rand stehend ich war und ihr kennt mich heute und also wenn ihr darin nicht einen riesigen Fortschritt und eine deutlich positive Entwicklung seht, dann weiß ich auch nicht mehr. Also es ist durchweg positiv.